So, hallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu Portal 2. Ja, im letzten Part haben wir schon so eine kleine Hindeutung darauf bekommen, dass wir hier noch eine Galle bekommen. Ne, nicht eine Galle. So Gelee, so rotes Gelee anscheinend. Hoffentlich. Dann haben wir ja noch mehr zum Herum experimentieren. Ja. Und sonst haben wir halt nur mit der blauen da rumgewabbelt. Okay, da oben komme ich hoch. Da kann ich nichts setzen. So, hier hoch. Zack. Okay, mal schauen. I'm Cave Johnson, CEO of Aperture Science. You might know us as a vital participant in the 1968 Senate hearings on missing astronauts. And you've most likely used one of the many products we invented, but that other people have somehow managed to steal from us. Black Mesa can eat my bankrupt... Sir, the testing? Right. Now you might be asking yourself, Cave, just how difficult are these tests? What was in that phone book of a contract I signed? Am I in danger? Let me answer those questions with a question. Who wants to make $60? Cash. You can also feel free to relax for up to 20 minutes in the waiting room, which is a damn sight more comfortable than the park benches most of you were sleeping on when we found you. So, welcome to Aperture. You're here because we want the best, and you're it. Nope, couldn't keep a straight face. Anyway, don't smudge up the glass down there. In fact, why don't you just go ahead and not touch anything unless it's test related. Okay. Ich habe da eine Referenz zu Black Mesa gehört, ne? War es schon ziemlich lustig. Nee, okay, doch nicht. So, weiter geht's. Cave Johnson. Ist das dasselbe Bild wie von vor zwei Parts? Wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht. Ja. Weitere Testversuche. Hier irgendwie so eine Warte. Ein Wartezimmer mit Nummern, die man ziehen muss. Ja, ja, so richtig altmodisch hier alles. Durchs Büro stolzieren. So, wo geht's denn hier weiter jetzt? Okay, hier ist nichts mehr. Ja. Warte. Hier ist wirklich nichts mehr, ne? Ich kann hier nirgendwo mehr weiter. Dann gehe ich mal wieder raus. Vielleicht ist das einfach mal so für die Wartegelegenheit. Kann ich das hier verschieben vielleicht? Ich weiß ja nicht, ist ja so eine alte Attrappe. Ob sie überhaupt funktioniert. So, ich muss ja jetzt vielleicht hoch wahrscheinlich. Mal schauen, was es hier oben gibt. Gut, hier ist auch noch ein Büro. Aber sonst ist hier auch nicht viel. Hit the red button if you see an orange jumpsuit. Okay. Ja, ja. Okay, zoomen. Geht noch. Rauszoomen, so. Geht's hier noch weiter nach oben vielleicht? Muss ich da hinten vielleicht? Das schaut, das deutet mir irgendwie schon an, dass ich da hinten durch muss, mal wieder durch dieses Logo. Tja, knapp vorbei, ne? Sehr, sehr knapp. Vielleicht muss ich das ein bisschen höher setzen. Okay, da wurde ich gerade verwirrt, weil ich nicht gerade wusste, was hier losgeht. So, jetzt aber. Und schon wieder so knapp. Höher kann ich es aber nicht stellen. Also was ist denn los hier? Keep to the left, do not litter. Ja, ja, das sind irgendwelche Regeln. Moving platform, use handrails. Was? Wie bitte? Vielleicht muss ich da oben hin, zum Control Room. Warte. Okay, okay. Da. So. Vielleicht da unten. Also unten könnte, hier könnte was sein. Ich versuch's mal, warte.
Okay, warte. Hier ist ja irgendwie... Ah. Okay, dann if you're allergic to peanuts, you might want to tell somebody now, because this next test may turn your blood into peanut water for a few minutes. On the bright side, if we can make this happen, they're gonna have to invent a new type of Nobel Prize to give us, so hang in there. Wow. Ein Rettungsring. Borealis. Warte, war das nicht irgendetwas aus Half-Life 2, Episode 2? Wurde da nicht etwas angesprochen? Ich hab's vergessen, ich hab's lange nicht mehr angeschaut. So, was ist denn jetzt los? Wo kann ich hier weiter? So, mal schauen, kann ich hier irgendwo... Ist das... Das ist doch eine Dockingstation für Schiffe. Wie ich das so hier bemerke. Also hier gibt's glaube ich nichts mehr. Einfach nur zum Schauen. We're working on a little teleportation experiment. Now this doesn't work. The average human male is about 60% water. As far as we're concerned, that's a little extravagant. So if you feel a bit dehydrated in this next test, that's normal. We're gonna hit you with some jet engines and see if we can't get you down to 20 or 30%. Vielleicht war das gerade auch mal so ein kleiner Easter Egg. Basierend auf Geschichtserzählung aus Half-Life 2, Episode 2. Also da kann ich auch nicht mehr. Ich meine, der Aufzug war ja nicht gerade sehr übersichtlich dargestellt, damit man es als Erstspieler gleich sieht, damit man weiß, wo man hingeht. Und weiter konnte man sowieso auch nicht hingehen. So, jetzt ist die Frage, was ich hier mache. Ich muss ja schließlich da hoch. Aber ich muss das hier wahrscheinlich irgendwie verschieben. Wieso? Ich weiß es selber nicht. Was würde mir das... Ah, damit ich das hier... Das wäre dann sozusagen ein Aufzug, der da hochfährt. Und... Ja, ich schau mal. Ich muss hier jetzt mal schauen, wie ich da hochkomme zum Control Room. Control Room. Ist da auch eine Tür? Muss ich da durch vielleicht? Wahrscheinlich nicht. Da vielleicht so, ja, könnte klappen. Nein. Oh mein Gott. So, erstmal da hoch, hier so und... Das wollte ich nicht. Wenn ich verstehen würde... Okay, gut. So, dann mache ich den dahin und so. Okay, ich habe ein bisschen falsch kalkuliert hier. Was heißt denn kalkuliert, ey? Ich habe es einfach falsch dem Portal gesetzt. Warte, aber wenn ich es hier hinsetze... Komme ich dann? Ja, passt. Gut, ich bin jetzt beim. Say, you're good at murder. Could you murder this bird for me? Wo ist denn die? No, wait. Just kill it and we'll call things even between us. No hard feelings. Wo? Ich sehe hier schon wieder nichts. Ach, da! Ja. Da, wo nur... Wie konnten Sie hier? Ach. Oh, das ist... Bei mir schaut's. Wow,
Okay, wir haben somit auch. Geil. Jetzt haben wir GLaDOS mit dabei. Ist zumindest vernünftig, im Gegensatz zu früher. Und anscheinend will sie uns auch freilassen, wenn, falls wir ihr helfen, wieder. Ja, dass sie wieder das Ganze hier kontrolliert. Oh, Kapitel 7. The testing area is just up ahead. The quicker you get through, the quicker you'll get your 60 bucks. Hold on, hope. Carolyn, are the compensation vouchers ready? Yes, yes sir, Mr. Johnson. Johnson. Why did I just. Who is that? What the hell is going on here? Whoa. Brainfuck und so. Naja, okay, vielleicht nicht. So, was haben wir denn hier? Oh, eine Schleuse für rote Gelee. So, ich muss die erstmal wahrscheinlich hier aktivieren. Was ist das hier? Ah ja. So, dann muss ich da hoch. Ganz einfach. Zack. Bleibt das jetzt für immer an? Anscheinend. Okay. Hierdurch werde ich jetzt schneller. Aber es bleibt nicht für immer an. Dann, dann muss ich hier. So vielleicht. Also es ist für uns jetzt wahrscheinlich eine Laufbahn. Was heißt denn wahrscheinlich? Das ist eine Laufbahn. Mal schauen, ob ich so schaffe. Okay. Aber wozu dann die. Ach, damit ich da hochkomme. Ja, da muss ich dann später wahrscheinlich hin. Oh, das wird ein bisschen blöd, glaube ich. Ich muss hier mal was aktivieren. Okay, da komme ich noch gerade hin mit dem. Okay, jetzt ist die Frage, wie ich das anstelle. Wie soll ich das hier anstelle? Okay, das war gerade noch easy. Das nehme ich hier mit. Warte, bin ich jetzt gearscht? Nee, da hinten kann ich ja noch. Bisschen langsamer hier so. Da muss ich wieder da hinten hin. Und jetzt kann ich hier das hier drauflegen. Und dann kann ich hoch. Swoosh! Was zum Geier? Der Knopf ist ja völlig schief. So, dann kann ich hier runterspringen? So, irgendwie. Nein. Oh, die Brühe. Ach, das schaut ja wunderschön aus, als wären wir in der Kanalisation. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay, was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ich wollte da hinten hin. Hier, so. Jetzt ist die Frage. Ich muss hier wieder mal Anlauf nehmen. Hier ist die einzige Möglichkeit für uns, dass wir so richtig schnell laufen, ne? Mit diesem Gelle. Gelle, Gelle. So, jetzt ist die Frage, so. Ich glaube, das würde mir jetzt auch nicht helfen, wenn da die ganze Gülle raussprühen würde. Ich muss auf jeden Fall hoch. Also muss ich auch tief stürzen. So, mal geh mal da hinten hin und schau mal da die Situation von da an.
Oh, da wird auch noch Musik abgespielt. Kann ich von hier irgendwo runter? Ne, hier ist ja Zaun, da kann ich ja gar nichts machen. Warte, vielleicht gibt es hier noch hinten was. Oder warte mal. Kann ich da? Ne, ich kann da nichts machen. Schade. So, mal schauen. Ist irgendwie voll verwirrend. Oder ich muss Anlauf nehmen. Vielleicht kann ich es so machen. Passt. Okay, das war jetzt blöd. Schnell, schnell, schnell. Huh. Oh, das hätte knapp werden können. Jetzt haben wir hier zwei Gelees. Schön. So, was haben wir denn? Da ist was. Aha. Da muss. Entweder ist das eine Markierung, dass da rot raus muss. Oder ist einfach so eine Markierung. Was ist das da hinten? Egal. Also ich glaube, hier müsste wahrscheinlich, also ich würde gern glauben, dass hier blau sein muss und hier vorne alles, okay, hier kann ich aber nichts legen, hier aber von da aus kann ich was abschießen lassen, ich tue das mal hier ausprobieren, so erstmal ein bisschen blau und ich brauche noch Anlauf. Warte, vielleicht kann ein Gelee mit einem anderen Gelee interagieren. Geht das, dass ich jetzt hier blau hinmache und dass das rote hier, was gleich kommt, warte, ich mache auch noch hier blau. Dann nee. Falscher Knopf. So. Dann geht auf der Wand auch noch. Und dann muss ich hier hin. Mal schauen, ob das jetzt. Nee, das tut ja nur die Farbe bedecken. Die Wand hochrennen kann ich ja natürlich nicht. So, mal schauen, wie weit das da jetzt reicht. Okay, das macht unsere Laufbahn. Das wird unsere Laufbahn. So. Dann da einmal und hier einmal. Und schon haben wir das. Und jetzt können wir rüber. So. Uff. Okay. Ich glaube, ich hätte da hinten sein müssen. Ich gehe mal hier. Wartet, nein. So, ich muss da hinten. So. Okay. Und so. Nee. Ich glaube, das ist schon wieder falsch. Boing. Denn ich muss da hoch. Nein. Ist ja klar. Warte, ich kann aber da hoch. Hier so. Und dann gehe ich darüber. Und hier. Und dann so. Wunderbar. Bandsalat. Hey, listen up down there. That thing's called an elevator, not a bathroom. It's where I know him.
Okay, wieso funktioniert hier jetzt der Aufzug nicht? Okay, jetzt. So Leute, ich verabschiede mich jetzt schon hier im Aufzug. Und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Okay, jetzt schon wieder ein neuer Ladebildschirm. Kommen wir in noch älteren Teilen hier. Hier steht sogar nur Aperture. Wow. Also Leute, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Ciao.